Die 5G-Technologie umfasst Antennen, die eine erhebliche Menge elektromagnetischer Strahlung abgeben. Inzwischen wurden die potenziellen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier untersucht und die Ergebnisse sind besorgniserregend. Welche Gesundheitsrisiken genau bestehen, wird durch neue Studien genauer beleuchtet. Die Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung auf den menschlichen Körper sind gut nachvollziehbar, insbesondere da unser Körper zu einem Großteil aus Wasser besteht. Bestimmte Frequenzen haben dabei eine stärkere Wirkung als andere. Besonders kritisch wird die Situation bei der Verwendung von 5G-Technologie, die eine Frequenz von 3,5 GHz nutzt und somit eine höhere Energiedichte aufweist, als ältere Sendefrequenzen. Dies wird auch durch eine neue Serie von Studien deutlich, die kürzlich von Professor Lennart Hadel, einem Onkologen von der Stiftung Umwelt und Krebsforschung in Schweden und Mona Nilsson von der Stiftung für Strahlenschutz in Schweden abgeschlossen wurde. Die beiden Forscher untersuchten in ihrer Studie 18 Personen in einer realen 5G-Umgebung und maßen die Strahlenbelastung vor und nach der Installation von 5G-Sendemasten. In einer Entfernung von fünf bis 500 Metern von den Wohnungen und einzelnen Räumen der Studienteilnehmer. Es stellte sich heraus, dass diese zuvor gesunden Menschen innerhalb kurzer Zeit Symptome des Mikrowellensyndroms entwickelten. Die meisten Symptome verschwanden innerhalb weniger Tage, nachdem die Personen in weniger bestrahlte Unterkünfte umgezogen waren, traten aber bei Rückkehr in stark bestrahlte Unterkünfte wieder auf. In zwei Fällen traten die Symptome bei der Rückkehr in eine stark bestrahlte Umgebung sogar schneller auf als zuvor, was darauf hindeutet, dass diese Teilnehmer empfindlicher geworden waren. Die Symptome umfassten neurologische Symptome, Kopfschmerzen, Tinnitus, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, emotionale Belastung, Hauterkrankungen, Gelenk- und Muskelschmerzen, kardiovaskuläre Abnormalitäten und Blutdruckvariabilität. Diese Ergebnisse sind angesichts der Strahlenintensität nicht überraschend. Ein Paar lebte beispielsweise zehn Jahre lang unter einem Sendemast mit 3G- bzw. 4G-Technologie und hatte keine Gesundheitsprobleme. Nach der Installation eines 5G Mastes wurden jedoch in ihrer Wohnung sehr hohe Radiofrequenzstrahlungswerte mit maximalen Pegeln von 354.000, 1.690.000 und sogar über 2,5 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter gemessen. Diese Strahlungsniveaus können trotz höherer Grenzwerte nicht als gesund angesehen werden. Besonders bedenklich ist, dass bereits die niedrigere Intensität der Radiofrequenzstrahlung aus der Zeit vor 5G mit oxidativem Stress, genetischen Schäden, neurologischen Effekten und Krebs in Verbindung gebracht wurde. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, warum nicht schon vor dem flächendeckenden Rollout der 5G-Technologie lokale Studien zu den gesundheitlichen Auswirkungen durchgeführt wurden.